Willkommen zur Open Source Couch. Ja, willkommen auch von mir. Ja, wir sind hier auf der Couch, also eigentlich nicht wirklich auf der Couch. Wir sitzen hier in meinem trauten Heim. Naja, also, aber wir haben ja eigentlich eine Couch hier gebaut. Wir haben zwei Stühle nebeneinander gestellt. Gut, aber wieso heißt das eigentlich Open Source Couch, Olli, jetzt? ja, das hat ein bisschen Tradition zu tun. Ja, das hat also mit Tradition zu tun. Wir haben ja hier auf der FrostCon ja schon seit etlichen Jahren eigentlich so ein Couch-Talk. Ja, ich glaube schon seit fast 10 Jahren, oder? Also ich habe es nicht mitgezählt, aber schon lange. Und für uns, das ist immer die State of the Union gewesen. Mhm. Und ja, seit letztem Jahr haben wir einen Podcast, der alle 3 Wochen rauskommt, der die Open Source Couch heißt. Den gibt es, falls ihn jemand hören möchte, bei allen gängigen Podcast-Plattformen. Und da machen wir im Prinzip das, was wir heute hier für euch machen, beim FrostCon, nur in einer eher lokalisierten Art und Weise, wo wir uns einfach mal die letzten 2 bis 3 Wochen angucken. Ja. Und mal schauen, was da so passiert ist. Und das hier ist, wie gehabt, wie immer, der Jahresrückblick. Genau, und es ist ja eine Menge passiert, auch wenn, oh ja. Wenn man das gar nicht so mitbekommen hat teilweise, weil ja auch die Veranstaltungen, wie jetzt hier die FrostCon, nicht mehr in Präsenz hier stattfinden. Da hat man natürlich ein bisschen weniger Austausch und ein bisschen weniger Spaß an den ganzen Socializing-Sachen. Aber im Großen und Ganzen ist eine Menge passiert und das stellen wir hier dar. Genau. So, dann starten wir direkt mal. Ich tue hier meine 30-Minuten-Sanduhr auf einmal stellen. Die dürfen wir einmal im Talk umdrehen. Und damit gehen wir... Komm, Michael, das haben wir noch nie geschafft. Das haben wir noch nie geschafft, stimmt. Also auf der einen Seite, beim Podcast können wir natürlich beliebig überziehen. Wir hatten einen Podcast mal, der hat über 2 Stunden gedauert, eine Folge, wo hinterher auch Beschwerden kamen, wir sollten nicht so lange Podcasts machen. das schaffen wir hier, glaube ich, nicht. Aber nach uns kommt sowieso niemand mehr. Also normalerweise würden wir ja immer danach auf die Party gehen. Aber leider ist die ja dieses Jahr wieder nicht. Na, vielleicht nächstes Jahr. Na, vielleicht ist sie ja virtuell. Also es kann ja jeder sich dann sein Lieblingsgetränk nehmen und danach... Mit einer Luftschlange aufs Sofa. Okay, starten wir mal. Ja, das erste Thema, was wir haben, ist der 90. Geburtstag von Louis Poussin. Wer ist denn Louis Poussin? Also steht da, ist ein französischer Informatiker. Ja, und eigentlich sollte den jeder kennen, der sich mit Unix und Linux beschäftigt. Ja, sollte man den Louis Poussin kennen oder sollte man das erkennen, was er sozusagen... Also ich würde sagen, das, was er gemacht hat, erkennt wirklich jeder. Denn Louis Poussin hat die Shell erfunden. Das heißt, der hat das Konzept von Shell und das Konzept von einem Terminal erfunden und auch das Wort Shell erfunden. Okay. Das ist ja schon eine sehr interessante Sache, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja? Ja. Also ich hätte jetzt Louis Poussin hätte ich jetzt nicht irgendwie mit der Shell in Verbindung gebracht, obwohl ich ja schon sagen muss, dass ich, ich habe eine sehr große Sympathie für Leute, die mit der Shell arbeiten. Ich zähle mich selbst hier auch zu den Shell-Enthusiasten. Er war sozusagen der erste Shell-Hacker. Der Wikipedia-Artikel von ihm ist übrigens sehr interessant, kann man sich mal durchlesen. Der hat wirklich noch ein paar andere Sachen empfunden. Wie gesagt, da gibt es auch hier so ein Buch von Springer über seine Erfindungen. Also wirklich spannend, kann man jedem empfehlen. Ja, und wieder was Neues gelernt. Wieder was Neues gelernt. Ja, das passt natürlich dazu, dass es 40 Jahre IBM-PC gab dieses Jahr. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass der schon so lange auf dem Markt ist. Ich kann mich noch an genau diesen PC erinnern, der da abgebildet ist. Da, so einer stand auf dem Schreibtisch bei mir zu Hause. bei dir zu Hause? Ja, ja, im Büro. Das ist schon ein bisschen her, ja. Aber immerhin, 40 Jahre IBM-PC und damals ein reines Bürogerät. Also da war nichts hier mit Zocken oder so. Ja. Das erste Spiel kam zwar auch raus mit dem ersten PC. Das war Microsoft Adventure und war ein Rip-Off von einem Unix-Abenteuerspiel. Haben sie direkt natürlich mit einem Kopierschutz versehen. Gleich das erste Spiel, Kopierschutz drauf, ja. Und dann auch noch ein geripptes Spiel. Ja, also eine Erfolgsgeschichte sozusagen. Ja, Erfolgsgeschichte. Also sowohl der IBM-PC, muss man ja schon sagen, also hat ja eine Menge positive Effekte auch gebracht. Also auf der einen Seite gibt es natürlich sehr viel, die auf der einen Seite sagen, okay, Apple gegen PC, ich bin ein Mac, ich bin ein PC. Das wurde immer so ein bisschen pummelig und ein bisschen minder bemittelt dargestellt. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich mal zurückdenke, dass die größte Innovation des IBM-PCs ist aus meiner Sicht die standardisierte Erweiterbarkeit und dass es nicht nur von einem Hersteller kam, sondern von vielen verschiedenen und trotzdem hat die Software überall funktioniert. Ja, und vor allen Dingen, dass das ganze Ding total modular war. Also das gäbe es ja heute überhaupt nicht mehr. An dem IBM-PC war erstmal alles standardisiert
Und es war alles, man hat den Standard halt mit dem PC geschaffen, ja, sowas wie ISA und wie die ganzen Stecker funktionierten und sowas, und hat gleichzeitig ein ganzes Ökosystem geschaffen, wo man auch Teile des Systems austauschen konnte. Absolut undenkbar für heutzutage ein neues Produkt. Heute versuchen die Hersteller alle komplett proprietär zu sein und möglichst nicht daraus auszubrechen aus der, aus der proprietären Falle. Ja, versucht man ein Handy-Akku zu wechseln. Ne? Ja. Oder ein Display. Ja. Ja. Ja, was auch 40 Jahre alt ist, ich würde vermuten, das kam mit dem PC, könnte ich mir vorstellen, ist Ethernet. Ja, ich glaube nicht, dass das mit dem PC kam. Das ist, glaube ich, eine Koinzidenz, dass das beide 40 Jahre ist. Kannst du dich noch erinnern an dieses Token Ring Ethernet? Das in dem Studentenwohnheim, was da aufgebaut worden ist, wo man dann den Terminator gesucht hat, der nicht drauf war, weil das Netzwerk dann nicht funktioniert hat. Ja, genau, also die Coax-Ethernet. War auch total lustig, weil jeder Teilnehmer konnte quasi das ganze Netz ausschalten, indem er den Stecker auseinandergezogen hat. Mhm. Dann haben wir einfach alle kein Netz mehr gehabt. Ja, das wurde dann relativ schnell, da kann ich mich noch erinnern, das war dann total postmodern, wenn man irgendwie so ein Ethernet-Kabel, so wie wir es heute kennt haben, hat. Ja. Das waren dann schon die ganz modernen Sachen heutzutage. Aber ich finde es auch interessant, dass, also wenn man mich jetzt gefragt hätte, wie alt ist Ethernet, hätte ich eigentlich so älter, ne? Hätte ich älter gesagt. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass auch die Großrechner, die man damals außerhalb des PCs hatte, auch wahrscheinlich eher mit so Spezialvernetzungen verbunden waren, könnte ich mir vorstellen. Da gab es irgendwie so Rechenzentrumsnetze und sowas, die kein Ethernet waren. Ich glaube, Ethernet war so das einfache Netz für die Geräte zu Hause oder im kleinen Büro. Naja. Ja, auch eine nette Sache, die da passiert ist. Hat auch was mit Kabeln zu tun. Hat auch was mit Kabeln zu tun, wie man sieht. Auf jeden Fall sehr, sehr kabelig hier aus. Ja, und zwar, erzähl du die Story. Fang du mal an und ich komme dann da rein. Also Signal, es geht erstmal um Signal. Der Chef von Signal, von dem Messenger, heißt Moxie Marlinspike. Ja. Wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob das dem sein echter Name ist. Sieht so aus. Ja. Auf jeden Fall, dem ist zufällig so eine Tasche vor die Füße gefallen von einem LKW runter. Zufällig. Jetzt muss man aber erstmal erklären, was Cellebrite ist. Cellebrite ist ein Toolkit für Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste. Also Lawful Interception. Lawful Interception, mit dem man Telefone und andere Geräte übernehmen kann. Das heißt, diese Kiste da, wenn ihr das Telefon mal am Flughafen abgenommen bekommt für 10 Minuten und die damit verschwinden, dann sieht dieses Telefon diese Kiste. Möglicherweise. Und mit diesem Gerät kann man halt in Geräte eindringen, in Mobile Phones und in Tablets und so weiter und in andere Geräte und die dann übernehmen und die Daten auslesen. Und das nützt dann halt diverse Sicherheitslücken davon aus und sowas. Also das ist quasi so eine Art Lawful Interception Hacking Tool. Und keiner wusste so genau, wie dieses Ding funktioniert, weil das ist natürlich für den normalen Anwender und insbesondere für die Hackergemeinde ist das natürlich nicht zugänglich, weil das hochproprietäres Zeug ist, was nur an diese entsprechenden Behörden geht. Ist ja auch Teil des Geschäftsmodells, dass keiner weiß, weil in dem Moment, wenn du weißt, wie es funktioniert und wenn das öffentlich werden sollte, dann funktioniert es ja nicht mehr. So, jetzt ist Moxie Marlinspike so ein Ding vor ihm spontan vom LKW gefallen. Also er läuft deswegen so über auch dieses schöne Bild. Er hat das auch sehr schön beschrieben. Ja. Also er läuft so über die Straße und denkt, schöner Tag heute, Sonnenschein und plötzlich, so weiter. Und dann denkt er, Moment, was ist denn das? Cellebrite, das kenne ich doch. Genau. So, dann hat er das Ding mit nach Hause genommen und hat das auseinandergenommen und hat sich das genau angeguckt und hat dabei sehr viele interessante Sachen gefunden. Erstmal eine Menge schlechte Software, eine Menge Sicherheitslücken in der Software selbst von Cellebrite und auch eine Menge Urheberrechtsverletzungen, denn dieses Toolkit benutzt teilweise proprietäre Bibliotheken von Apple und von Google, um auf die Geräte drauf zu kommen. Und der Artikel ist relativ lang, wo er das auch auseinandernimmt und er sagt, dass das mit Sicherheit nicht von der Lizenz von Apple gedeckt ist, die dafür zu benutzen. Ja, was er auch gefunden hat, ist, wie gesagt, sehr viele Sicherheitslücken da drin und zwar so, dass man tatsächlich auch durch einen entsprechend gestalteten Inhalt, der auf dem zu hackenden Gerät ist, so eine Art Hackback machen könnte. Also hier muss man da vielleicht noch erklären, also dass da Sicherheitslücken drin sind, ist ja eigentlich klar. Nur dachte man eigentlich, dass Cellebrite diese Sicherheitslücken auf den Endgeräten, also auf den Telefonen ausnutzt. Ja. Was man jetzt hier gefunden hat, sind Sicherheitslücken in der Steuersoftware.
genau, von diesem Celebrite. Also das muss man sich ja so vorstellen, da sitzt... Und zwar nicht zu wenige. Und da sitzt irgendein, jetzt dein Beispiel nochmal vom Flughafen, ja, da sitzt also irgendjemand am Flughafen und möchte ja dieses Telefon übernehmen, das du gerade hier bei der Zollkontrolle oder bei der Personenkontrolle abgenommen bekommen hast. Und der hat ja so ein PC, wo dieses, wo diese Steuersoftware von Celebrite draufläuft. Ja, so, daraufhin hat er noch am Ende des Artikels, gibt es einen Abschnitt, der ist hier oben rechts zu sehen, also hier, wo er ankündigt, dass Signal in Zukunft so rein ästhetische Dateien mitliefern würde, die mit Signal selbst gar nichts zu tun haben und die auch in keiner Weise mit dem Signal-Kern oder der Signal-Applikation interagieren. Die liegen einfach nur da, weil sie schön sind. Schön sind. Mhm. Und diese Dateien werden auch gelegentlich mal ausgetauscht durch andere schöne Dateien, die dann also vielleicht in irgendwelchen anderen Anwendungen irgendwelche Effekte haben. Und das heißt, wenn ich jetzt mal so fragen darf? Die zum Beispiel so ein Celebrite-Gerät lahmlegen könnten, wenn man da so ein Telefon anschließt, wo zufällig eine dieser schönen Dateien liegen. Also du willst mir jetzt noch nicht sagen, dass wenn ich jetzt mit meinem Mobilfunkgerät in so eine Kontrolle reinkommen würde und ich hätte so eine schöne Datei da drauf. Und dann könnte es sein, dass das Celebrite Toolkit schmilzt. Das ist mit Sicherheit nicht das, was Celebrite hier wollte, oder? Aber es ist schön. Ja, was gut dazu passt, weil das Ganze geht ja über den, das Ganze ist ja alles USB-Verbindung und so weiter, ist, dass es jetzt 20 Jahre USB-Sticks gibt. Ich kann mich noch erinnern, als so die ersten USB-Sticks kamen, die hatten dann so 16 Megabyte. Oder doch so viel. 32 Megabyte. Aber ich meine, das war ja wirklich viel im Vergleich zu den anderen. Und wenn man sich mal überlegt, bevor es USB-Sticks gab, wie hat man denn da Daten transportiert? Ja, auf Diskette. Auf Diskette oder auf einer gebrannten CD. Mhm. Das war schon eine Revolution. Ja. Und kleiner, also nicht kleiner von dem Formfaktor, sondern es ging einfach weniger Daten drauf auf so eine CD und auf eine Diskette. Ich kann mich auch noch erinnern, als mein Chef damals einen 1 Gigabyte USB-Stick mitgebracht hat und alle standen um diesen 1 Gigabyte USB-Stick rum und sagten, boah, das ist ja geil. Es gibt nicht genügend Einser und Nullen, um die da drauf zu speichern. Es gibt nicht genug Sachen, um den zu füllen. Hat wahrscheinlich auch ewig gedauert, bis das 1 Gigabyte drauf war. Ja. Aber gut, man hat sich natürlich mit den USB-Sticks auch so ein kleines Einfallstor geschaffen, denn ganz viele Angriffe passieren halt über USB mit manipulierten Controller-Chips. Ja, es gibt auch... Ich habe auch schon mal eine Firma gesehen, da waren die USB-Ports an den Rechnern mit Bauschaum zugemacht. Ja, soll ja auch ganz interessante Angriffe geben, dass man sozusagen vor dem Eingangsbereich von Firmen so einen USB-Stick fallen lässt mit wichtige Daten drauf, also ein Post-it, wichtige Daten drauf und dann... Auch sehr lustig habe ich mal gesehen, so tote Briefkästen in USB-Form, wo ein USB-Stick in einer Mauer eingelassen war. Also es guckte nur der Anschluss raus quasi. Und da konnte man halt irgendwelche Daten hinterlassen und andere konnten sich die holen. Tote Briefkästen als für Daten. Gut, was haben wir noch? Pegasus-Spyware war ein großes Thema vor ein paar Wochen. Ja, wir haben jetzt hier irgendwie so ein Themenschwerpunkt irgendwie. Celebrite erst und jetzt Pegasus. Da musst du jetzt mal sagen, was Pegasus dann ist. Ja, Pegasus ist eine Spyware, die sich auf Mobiltelefonen festsetzt und die dort halt Screenshots macht, Dialoge in Messenger mitschneidet und die halt dann in irgendwelche Kontrollserver schickt. Also jetzt von einer israelischen Firma. Im Gegensatz zu dem Celebrite, was ja sozusagen dann das Telefon angreift, wenn du es physikalisch abgibst. Genau, kann das halt über manipulierte Apps oder irgendwelche anderen Geschichten auf dein Telefon kommen. Also das passiert in Benutzung, wenn du das sozusagen nicht am Flughafen abgibst, sondern Die tägliche Benutzung. Ja, und kommt von einer Firma aus Israel. Ja. Und diese Firma aus Israel verkauft das natürlich vorrangig an lupenreine Demokratien, ja, wie zum Beispiel Libyen, Saudi-Arabien, Algerien, Türkei und noch andere. Und jetzt ist das tatsächlich aufgetaucht, indem nämlich eine Liste geleakt ist oder eine Datenbank ist geleakt mit Opfern, also mit Telefonnummern von Opfern. Und so eine Gruppe von Journalisten hat diese Liste sich vorgenommen und hat die analysiert und hat dann halt rausgefunden, dass das Ding weltweit angesetzt wird und teilweise in Rumänien zum Beispiel eingesetzt wird,
und dass da ganz komische Koinzidenzen passieren. Ja, also zum Beispiel in Rumänien war es so, da war irgendwie so ein Journalist, man konnte irgendwie sehen in diesen geleakten Dokumenten beziehungsweise in der Analyse der Dumps von diesem Telefon, konnte man sehen, wann diese Spyware aktiv wird und irgendwas tut. Und lustigerweise war das immer genau dann der Fall, wenn er irgendwelche Anfragen an die Regierung gestellt hat, offizielle. Immer kurz danach ist das Ding losgegangen und hat irgendwelche Sachen von seinem Telefon abgesaugt. Ja, die Aufregung war groß, wobei ich das nicht so richtig verstehe, weil die Aufregung war im Wesentlichen darüber, dass diese Spyware eingesetzt wird. Ich bin der Ansicht, was haben die sich denn gedacht, wenn irgendwie erlaubt wird, dass sowas hergestellt und verkauft wird und dass es keine Kontrolle gibt darüber, wer sowas kauft? Ich meine, was glauben die denn, dass Saudi-Arabien das einkauft und dann einfach in den Schrank legt? Das ist doch Quatsch. Jetzt muss man aber auch dazu wissen, dass Pegasus oder die NSO-Software hier nicht neu ist. Ja? Also wenn man das sich... Wir haben auch so ein paar Kandidaten hier. Ja, aber wenn du dir das anschaust in der Nachrichtenwelt, dann sind die ersten Nachrichten darüber schon etliche Jahre her. Ja? Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, shocking, da ist was Neues passiert. Ja. Und das ist das erste Mal, dass das Ganze hier aufgetaucht ist oder sowas. Aber es hat natürlich einen großen Impact auf der öffentlichen Wahrnehmung gehabt, das muss man schon sagen. Ja, ich bin der Ansicht, da bin ich auf derselben Ebene wie Snowden hier, der sagt, für sowas muss einfach kontrolliert werden. Die Herstellung von solcher Software und der Vertrieb von solcher Software muss einfach reguliert werden. In Deutschland ist das ja teilweise der Fall. Ja, da muss es ja für solche Software eine Erlaubnis für den Export geben, ja. Mal davon abgesehen, dass das wahrscheinlich gar nicht so schwierig ist, so eine Erlaubnis zu kriegen, halten die sich ja trotzdem nicht dran. Das war ja auch das, was da in Deutschland passiert ist mit Finnfischer. Ja, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Und das Ganze ist ja auch Teil von diesem Kampf gegen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja. Ja, die Regierungen wollen einfach in unsere mobilen Geräte und wollen alles mitlesen und einen Zweitschlüssel haben. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob hier so NSO und so weiter ein Interesse haben, dass es keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt. Weil gäbe es keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wäre ihre Produkte nicht mehr nachgefragt. Ja gut, aber so Positionsangaben ist natürlich noch was anderes. Ne? Also da kannst du schon noch was machen. Aber insgesamt gesehen ist das natürlich so ein die Regierungen wollen diesen Zugang haben. Ja, es gibt Firmen, die sowas bereitstellen und die das natürlich nicht nur an die Deutschen und die Franzosen verkaufen für ihre Staatstrojaner, sondern halt auch an Saudi-Arabien. Aber das sind nicht nur Firmen, das sind nicht nur Behörden sozusagen und Staaten, das sind auch Firmen sozusagen, die Angst haben, dass man mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sozusagen einen direkten Zugriff auf die Endgeräte in der Behörde hat, ja, und dass man keine zentrale Abwehrmechanismen hier machen kann, ja? Ja. Und ich glaube, da muss man einfach das Ganze einen Schritt weiter denken und da muss man sagen, okay, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist so ein wichtiges Gut und da muss man eben die Endpunkte so stark schützen, dass dann da eben nicht Angriffe durchkommen können. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, es gibt den, also digitale Selbstverteidigung heutzutage ist Pflicht. Also wer beispielsweise sagt, WhatsApp findet das doof, weil das gehört Facebook und die ganzen Daten fließen zu Facebook ab und dann sich Telegram installiert, da kann man, glaube ich, auch nicht mehr so richtig helfen. Ja? Also informieren und die richtigen Sachen tun. Jetzt könnte man wieder auf Moximal ins Bein zurückkommen. Die Signalverschlüsselung ist ja auch in WhatsApp drin. Ja, und, Also da gibt es ja mehrere Aspekte von. Ne? Also wer weiß, ob die Verschlüsselung wirklich da drin ist, weil du kannst ja das Binary nicht... Naja gut, aber da geht man schon, also ich würde da schon von ausgehen, dass es drin ist. Aber es gibt natürlich sehr viele Nebenaspekte, die man natürlich auch bedenken muss. Also wenn ich ein sehr berühmter Anwendungsfall bei WhatsApp ist, wenn du auf ein anderes Telefon umziehst, dann machst du ein Backup deiner Daten. Mhm. Und wenn du das Backup dieser Daten einfach so ohne Passwort machst und unverschlüsselt irgendwo ablegst, dann ist es natürlich nicht mehr von der Ende zu Ende. Also es ist immer noch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von dem Protokoll ist da, aber dann sind die Daten sozusagen nicht mehr so gut geschützt. So, falls sich jemand wundert übrigens, warum ich so stur gerade ausgucke, ich schaue auf unser OBS hier, um zu gucken, dass unsere Pegel korrekt sind und dass wir tatsächlich noch laufen und dass da wirklich was hinten rauskommt. Also nicht wundern, dass ich irgendwie die ganze Zeit immer so starr nach vorne gucke.
Ja, ist aber auch eine spannende Sache, weil wir haben es ja nach etlichen Versuchen geschafft, hier auch den ganzen Stack hier mit freier Software abzubilden. Ja, also wir laufen hier auf einem Linux-System mit OBS und mit entsprechenden Plugins und benutzen ein Audio-Interface. Das wäre vielleicht mal ein Vortragsthema für nächstes Jahr im Forscon, mal ein bisschen über die Podcast-Technik auch zu reden. Also wir hoffen, dass das alles gut ankommt hier bei euch. Ja, wir haben auch in Deutschland so ein paar Firmen, die solchen Kram herstellen, ja, Finnfischer. Und da gab es ja auch ein bisschen Ärger, oder gibt es immer noch Ärger, weil Netzpolitik, die verklagt hat, dass sie ihre Software ins Ausland unerlaubterweise exportiert haben. Mhm. Also sowas frage ich mich halt immer, ja. Ich meine, die sitzen in München als Entwickler. Wie kann man für so eine Firma arbeiten? Das hat was mit Moral, finde ich, zu tun, ja. Also wie können die das irgendwie mit sich selbst vereinbaren, dass die halt Sachen machen, die irgendwie in China benutzt werden, um Oppositionelle zu jagen? Ja, aber ich befürchte, das muss man wirklich jedem Einzelnen sozusagen. Also solange das nicht gesellschaftlich verboten ist, also dann muss man das schon jedem Einzelnen überlassen. Ich finde, es fehlt, IT ist mittlerweile so eine kritische Infrastruktur. Es fehlt irgendwie sowas, was die Medizin hat, nämlich so eine Art hippokratischen Eid für ITler und für Entwickler. Hm. Ja, es gäbe, also mir sind keine wirklich krassen Fälle, also es gibt wahrscheinlich krasse Fälle, aber das ist nicht sowas, was irgendwie üblich ist und dass es da hunderte von Leuten organisiert an einem Ort gibt, die dafür sowas arbeiten, dass man irgendwie hört, dass irgendwelche Mediziner irgendwelche illegalen medizinischen Experimente machen. Ja, das gibt es auch, aber nicht in so einer organisierten Form, wie das bei dieser Spyware-Herstellerin passiert. Naja. Gut, also musst du nur ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Ja, gut, klar, auch. Aber ja. Ja, jetzt kommen wir auf die Gegenseite, nämlich 40 Jahre Chaos Computer Club. Ja. Müssen wir uns übrigens hier nochmal bedanken, die hosten seit Jahren für uns unsere ganzen alten Linux-Tag Videoarchive. Ja, und nicht nur deshalb ist der CCC eine hammermäßig wichtige und gute Institution. Ja, und es ist auch jetzt ein Film rausgekommen, den kann ich sehr empfehlen. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, aber ich habe ein paar Kritiken gelesen darüber. Der scheint sehr gut zu sein. Ich hoffe, dass ich den bald mal sehen kann. Der hat übrigens einen sehr philosophischen Namen. Ja, steht da auch. Ja, alles ist eins außer der Null. Ja, das ist super, oder? Das ist ein Zitat von Wau Hauland. Ja. Sehr philosophisch. Finde ich übrigens sehr, sehr, sehr spannend. Eine der Kritiken sagte, dass es sehr cool ist, dass anscheinend schon in den Frühphasen des Clubs schon ganz viele Sachen auf Video aufgenommen wurden. Und dass man überhaupt dieses Material hat, das man da zeigen konnte. Also es gibt da anscheinend richtig lange Interviews mit Wau Hauland. Es gibt ganz viel Videomaterial von den ersten Tagen des Clubs und von den ersten Jahren und so. Also das scheint auch so einer der auszeichnenden Elemente von dieser Dokumentation zu sein, dass das alles mal gezeigt wird und man da tatsächlich auch was sehen kann, was über Fotos hinausgeht. Ja. Da sieht man aber auch, dass die halt technikaffin sind und dass sie sich halt frühzeitig und dass eine der Inhalte ja auch mit neuen Technologien auseinandergesetzt haben. Und zwar nicht nur auf einer technischen Ebene, sondern auch auf einer sozialen Ebene. Und das machen sie ja bis heute. Genau, also gesellschaftspolitisch, welche Auswirkungen hat das? Ja, man kann viel kritisieren am CCC. Ich habe da auch so ein paar Punkte, die ich nicht so toll finde. Aber insgesamt gesehen ein richtig cooler Verein, der auch wichtig ist für unsere Gesellschaft. Ja. Andere Person, die sehr wichtig war für unsere Gesellschaft. Ja. Insbesondere für unsere deutsche Gesellschaft. Und auch eine sehr tragische und traurige Geschichte. Ja, Alan Turing bekommt einen 50-Pfund-Schein in Großbritannien. Also jeder Informatikstudent lernt ja im... Ich glaube, die meisten Leute da draußen kennen Alan Turing nur von dem Film. Aber der ist ja eine Schlüsselpersönlichkeit der Informatik. Ja, wollte ich ja gerade sagen, ja. Bevor du jetzt hier so einen Hollywood-Break gemacht hast. also jeder Informatikstudent kennt Alan Turing. Die wenigsten werden ihn wahrscheinlich lieben sozusagen, weil er mit der theoretischen Informatik hier assoziiert ist und das hat was dann mit den Turing-Maschinen zu tun, Berechenbarkeit und so weiter, Grenzen der Berechenbarkeit. Und aber im Großen und Ganzen... Abzählbar unendlich und überabzählbar unendlich. Du erinnerst dich an die Vorlesung. Mhm. Gut. Auf jeden Fall, die Geschichte von dem Alan Turing ist natürlich viel facettenreicher und die hat auch was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun und dem Brechen der Enigma mit, also dieser Verschlüsselungsmaschine im Deutschen Reich hier. Und Dritten Reich.
Und und er hat da bahnbrechende Leistungen dazu beigetragen. Und der Film ist auch gut. Und der Film ist auch gut, ja. Und da gibt es auch mit Sicherheit sehr viele gute Bücher drüber und das, so weiter. Das Tragische an Alan Turing war, er war schwul und wurde systematisch in den Selbstmord getrieben. Ja, also man hat das so lange toleriert, solange man ihn brauchte. Und nachdem der Zweite Weltkrieg rum war, hat man ihn in Psychiatrien eingewiesen, hat ihn dann mit Medikamenten behandelt und irgendwann hat er dann Selbstmord begangen. Ja, noch so ein anderer Nachwirkung von Signal. Die machen ein paar richtig coole Aktionen. Jetzt sind wir schon wieder bei Moximal in Spike. Hammer. Vielleicht sollten wir den mal anfragen für unseren Podcast als Gast oder so. Ja, was man hier sieht, ist eine Instagram-Anzeige. Allerdings ist diese Instagram-Anzeige nie auf Instagram erschienen. Und zwar, weil Facebook gesagt hat, sowas wollen wir hier nicht. Dann denkt man sich, was ist denn da jetzt so schlimm dran? Ist ja nicht mal ein Foto drin, das aus Sicht von Facebook schlimme ist. Legt so ein bisschen die Datensammelwut von Facebook offen. Und zwar, was Signal hier gemacht hat, sie haben einfach eine Anzeige gestaltet, die Suchkriterien, die Facebook über die Nutzer hat, in eine Anzeige verwandelt. Also andersrum. Du kannst ja Anzeigen bei Instagram und bei Facebook personalisieren. Also buchen sozusagen und dann gibst du hier bestimmte Schlagwörter ein und Eigenschaften. Das geht dynamisch, ja, also wie man hier sieht an diesem Beispiel. Ja, man hat einen frisch verheirateten Pilates-Lehrer, der auf Cartoons steht und der aktuell und genau in dem Moment, wo man diese Anzeige liest, in einer Stadt La Jolla, wo immer das auch ist und die Interesse zeigt für Parenting-Blogs, Eltern-Blogs, Eltern-Ratgeber. Genau. Also das ist eine echt gute Idee und Facebook hat direkt den Riegel vorgeschoben. Also diese Werbung zeigt sozusagen das, was du hinter den Kulissen als Schlagwörter ausgewählt hast. Ne? Genau. Und das ist natürlich beängstigend. Ja, also wenn ich so eine Anzeige sehen würde, würde ich sagen, super. Ja? Also das führt den Leuten das sehr effektiv vor Augen, sag ich mal. Ja. Also, wer noch keinen Messenger hat oder sich überlegt, umzusteigen, nimmt mal Signal. Ist auch Open Source. Ja, aber ganz wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema. Unglaublich, in der FAZ hat die aktuelle Deutschlandchefin von Microsoft einen Gastartikel geschrieben mit dem Titel Deutschlands Weg führt über Open Source. Olli, haben wir das nicht so geahnt vor 15 Jahren? Ja, wir haben leider es nicht geschafft, das Bild rauszusuchen. Nee. Aber wir hatten ein Linux-Tag-Werbeplakat. Da hat man einen Bill Gates gesehen, der einen Linux-Tux, also einen Plüschtux per Photoshop in der Hand. Ja, wir haben das ist ein Bild aus der Zukunft. Ja. Ja. So, und drunter stand I want to believe sozusagen. Und es war ein sehr positives Bild. Alle haben gelächelt. Der Tux hat gelächelt. Bill Gates hat gelächelt. Und es war eine große Harmonie. Ja. Und ich meine, es hat ja nur 25 Jahre gedauert, um auf diese Erkenntnis zu kommen. Gut, aber jetzt haben wir ganz viel drumherum geredet. Was wirklich interessant ist, dieser Artikel ist echt gut. Ja, erschreckend gut. Ja. Also er ist wirklich gut analysiert und er hat die richtigen Schlüsse drin. Und also er ist wirklich richtig. Du müsstest eigentlich mit diesem Artikel, mit dieser FAZ, einfach mit der FAZ, ja, damit das auch einem abnimmt, wieder zurück in die Vergangenheit fahren. Ja, genau. Und das mal so einem Steve Ballmer, der auf der Bühne rumhüpft wie so ein aufgestochenes Affenmännchen, in die Hand geben und der irgendwas von Open Source ist ja Kommunismus faselt. Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass das Personal da einfach gewechselt hat. Ja. Ja, also seit da die neue Chefetage im Amt ist, hat sich Microsoft da deutlich gedreht. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich schon mal auf der einen Seite eine Business-Erkenntnis, aber auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch so eine Einstellungssache. Ja, und wenn man sich die Gewinne anschaut, hat das ja auch jetzt nicht zu einem dramatischen Einbruch der Quartalszahlen. Nein, und Microsoft macht echt viel an Open Source. Also VS, Visual Studio Code zum Beispiel, ist unglaublich breit verbreitet in der Entwickler-Community, ja, weil es einfach eine coole IDE ist. Ja. Und die machen auch ganz viel an anderen Stellen für die Open Source-Community. Und jetzt auch Linux-Kernel-Patches zum Beispiel.
Ja, aber das ist ja das Spannende. Also wir haben ja ganz viele Argumente und Argumentationsstränge da ausgedacht. Und im Großen und Ganzen ist das Erfolgsrezept von Open Source aus meiner Sicht im Business-Einsatz von den Herstellern einfach, es ist ein Zusammenarbeitungsmodell, wie unterschiedliche Hersteller an derselben Software arbeiten und somit Kosten sparen können. Ja? Mhm. Und wenn man sich das Ganze anschaut, wir hatten ja eben schon mal den Steve Ballmer, der hat ja angeblich mal so einen Stuhl in der Chefetage geschmissen und hat gesagt, okay, warum kriegt Apple den Webbrowser, den Safari-Browser for free und warum müssen wir so viel in den Internet Explorer investieren für das gleiche Ergebnis? Und das ist meiner... Das gleiche Ergebnis ist eine sehr gedehnte Aussage. Ja, und das ist meiner Meinung nach, hat das fasst das den Vorteil eigentlich ziemlich gut zusammen. Man kann halt ziemlich viel Kosten sparen in der Entwicklung. Ja. Ja, und ich meine, heutzutage gibt es halt andere Böse, ne? Apple. Okay, gehen wir mal weiter. Ja, Collapse OS. Ja, das ist auch eine super Überleitung. Also wir haben ja eben gerade über Microsoft und den Open Source Weg. Dass sie auf die helle Seite der Macht gekommen sind. Und jetzt haben wir mal ein total durchgeknalltes Operating System. Ja, ist Open Source. Das ist ein Betriebssystem für nach der Apokalypse. Total spannendes Projekt. Kann man sich mal anschauen. Also lustig. Also man schaut sich zuerst so einen Zombie-Apokalypse-Film an. Genau. Und danach kann dabei man... danach den Quellcode Collapse aus. Die Idee bei Collapse aus ist, dass das auf möglichst vielen Maschinen laufen muss. Und mit möglichst alten Maschinen und möglichst unter widrigsten Umständen. Ja, also das ist jetzt kein Linux-Kernel oder sowas. Sondern es ist ein komplett neu geschriebenes From-Scratch-Basis-Betriebssystem, was einfach dazu da ist, um Maschinen wieder zum Laufen zu bringen. Ja, also sieht man hier auch, die Designvorgaben war zum Beispiel, dass es auf minimalen und improvisierten Maschinen laufen muss, das heißt auf irgendwelchen Mikrocontrollern, ja, dass man improvisierte Möglichkeiten für Input-Output hat, also irgendwelche Drucker zum Beispiel und sowas. Ja, und solche Geschichten. Oh, unsere Sanduhr, wir müssen sie umdrehen. Okay, dann drehen wir sie jetzt um. Jetzt haben wir die Hälfte der Zeit. Also von der Zeit, die wir eigentlich haben sollten. Gut. Ja, und dass dieses Betriebssystem halt auch dazu da sein kann, um Software für andere Geräte zu schreiben. Also da sind Entwicklungstools drauf für andere Mikrocontroller, Z80, AVR und so weiter und Programmiertools und so weiter, sodass man andere improvisierte Maschinen wieder zum Laufen bringen kann. Okay, also wenn man sich jetzt diese Mad Max Welt vorstellt, da läuft das überall Collapse aus. Ist das Collapse aus, ist sozusagen das Betriebssystem, das da fast 100% Marktanteil hat. Ja. Wir sollten mal wieder mal so eine Top 10 machen der freakigsten Betriebssysteme. Wir hatten noch mal Justin Bieber Linux. Ja, gab es da nicht auch irgend so ein religiöses Linux? Ja, es gab so ein katholisches Linux. Hm. Ja, ich glaube, da wurde auch die ganze Zeit immer so Musik abgespielt. Okay. Was haben wir noch? Oh ja, großes Thema. Die University of Minnesota hat sich sehr viel Freunde gemacht in der Kernel-Mailing-Liste. Ja, also wir machen jetzt den kleinen Schwenk von einer Linux-Distribution, also von Microsoft über ein Computerbetriebssystem Open-Source-mäßig jetzt hier zum Linux-Kernel. Das gab sehr viel Aufregung, was wir hier hatten. Und zwar ging es einfach darum, da hat die Universitäten hatten es gab ein Forscherteam? Ja, ein Forschungsprojekt aufgesetzt und die Idee war, wenn man jetzt Fehler absichtlich in den Linux-Kernel einschleust und den Leuten das nicht sagt und dann mal die Zeit misst, wie lange es dauert, bis diese Fehler gefunden werden, dann kann man ja irgendwelche Rückschlüsse daraus ziehen, wie die Prozesse da funktionieren. Ja, und vor allen Dingen, das waren halt Kernel-Patches, die malicious waren, also in verschiedenen Ausprägungen, schlechte Qualität, irgendwelche Backdoors eingebaut und sowas, ja, und zwar mit Absicht. Und ja. das ist der Schlüsselpunkt bei dem Ganzen. So, das ist eigentlich eine ziemlich schlechte Idee. Das kam auch, glaube ich, erst raus, nachdem die ihr Paper veröffentlicht haben. Ja. Und Greg Crowe Hartmann ist da auf 180 gegangen. Ja, zu Recht. Zu Recht. Und hat denen gesagt, sie sollen ihre Scheißforschung woanders machen. Und hat angekündigt, dass alle Patches der University of Minnesota zuerst mal aus dem Kernel entfernt werden und dann geprüft werden.
Und er hat die gesamte Universität für Kernel-Patches gesperrt. Also die können keine Kernel-Patches mehr einreichen. Mhm. Also es gibt kein E-Mail-Adresse sozusagen. Also kannst du nicht von der E-Mail-Adresse lernen. Genau. Mhm. Genau. Gut. Ja, und das hat über mehrere Wochen ziemliche Wellen geschlagen. Es gab da auch eine Untersuchung von der Linux Foundation, die sich die einzelnen Kernel-Patches angeguckt haben und so. Und dann gab es auch noch Kommunikationsprobleme zwischen denen und da war nicht richtig klar, waren das alles, war das kontrolliert, haben die noch was anderes committed. Dann gab es irgendwie noch weitere Commits, die danach gekommen sind, die eingereicht wurden, die auch alle schlechte Qualität hatten, wo dem dann noch wieder der Kragen geplatzt ist, wo nicht so richtig hundertprozentig klar ist, ob die einfach nur scheiße waren oder absichtlich scheiße waren. Also im Großen und Ganzen, das kann man einfach nur nochmal wiederholen, das ist eine echt schlechte Idee, das in einem live benutzten System zu machen. Genau. Also ich meine, stell dir mal vor. Das macht auch überhaupt keinen Sinn, finde ich. Ja? Sinn macht das vielleicht schon. Nee, also finde ich es nicht. Es gibt natürlich schon ein berechtigtes Forschungsinteresse, wie das läuft. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass du auf diesem berechtigten Forschungsinteresse das auch in der Realität umsetzen musst. Ja, aber du könntest auch hingehen und könntest den Review-Prozess irgendwie analysieren. Ja, sage ich doch. Also es gibt ein berechtigtes Interesse, das Ganze hier informativ. Ich muss nicht vor den Mähdrescher springen, um rauszufinden, dass das wehtut. Ich hätte da ein anderes Beispiel. Wenn man untersuchen möchte, wie Überspannungen zu Stromausfällen führt, dann ist das eine schlechte Idee, einfach Überspannungen zu erzeugen und dann zu schauen, hoppla, jetzt ist die ganze Ostküste in den USA ohne Strom oder sowas. Ja? Ja. Also das, da braucht man andere, cleverere Ansätze. Wobei die Erkenntnis natürlich schon wichtig ist. Ne? Also ich meine, dass diese Patches ja durchgekommen sind, zeigt ja, dass es da schon irgendwie Lücken beim Review-Prozess gibt. Ja. Ja, und ich glaube, bei so Review-Prozessen, ich meine, ich mache das ja auch jeden Tag, da muss man natürlich immer auch so eine Balance halten zwischen vertretbarem Aufwand und Sicherheit. Ja, also du kannst halt nicht irgendwie jeden einzelnen Patch im normalen, so im kommerziellen Betrieb, kannst du ja nicht jeden Patch irgendwie auf jede Zeile einzeln von 5 Leuten begutachten lassen. Das ist einfach nicht möglich. Sondern man muss da irgendwie so eine Balance finden. Ja, und es wäre viel interessanter mal gewesen, dazu mal irgendwie was zu hören oder zu forschen, wie man denn am sinnvollsten, am effektivsten so eine Balance findet. Aber gut. Ja, Right to Repair war auch so ein Thema dieses Jahr. Da gab es auch spannende Sachen, die da passiert sind. Zum Beispiel gab es eine Initiative von Thüringen. Die haben ein Reparaturprogramm gestartet. Und zwar war das da so, in Thüringen kann man jetzt Reparaturen von elektronischen Geräten einreichen und kriegt ich glaube, 50% der Reparaturkosten bis zu 100 Euro erstattet vom Land, wenn man halt die Reparatur vorweisen kann. Das heißt, wenn man so einem Mobiltelefon das Akku austauschen lässt oder sowas, statt das wegzuwerfen und sich ein neues zu kaufen. Und das hat ziemlich eingeschlagen. Also schon nach 2 Monaten hatten die knapp 1000 Geräte geflickt und der Reparaturbonus hat sich da echt gut gemacht. Und man kann nur hoffen, dass das auch in anderen Ländern gemacht wird. Mhm. Ja, gut, in NRW rechne ich damit nicht. Wir sind ja aber die Letzten, die so coole Sachen kriegen. Aber gut. Und eine andere Sache bei Right to Repair, das ist ja im Moment so ein ganz großer Krieg, der in den USA läuft. Da gibt es ja auch Senatsanhörungen und sowas. Da ist das ja ein ganz, ganz großes Thema. Und da hat Joe Biden jetzt so eine Executive Order unterschrieben, die im Wesentlichen sagt, dass das unfaire Methoden, um Reparaturen zu verhindern, nicht mehr sein dürfen. Das ist natürlich sehr schwammig. Ja, also da gibt es ja genug Beispiele. Also Apple ist da ja ganz weit vorne mit sowas, ja, die solche Geschichten machen, wie zum Beispiel, wir tun mit Absicht unterschiedlich lange Schrauben benutzen in unseren Geräten, damit, wenn der Benutzer die falsche Schraube in das falsche Loch schraubt, das Gerät kaputt geht. Und zwar so quasi eine Art geplante Obsoleszenz für Reparaturen, wenn du so willst. Ja. Also einen Fehler machen oder solche Geschichten wie, wir machen es absichtlich kompliziert und führen die Kabel an Stellen vorbei, sodass es möglichst schwierig wird, die Batterie auszutauschen zum Beispiel. Solche Sachen können dann vielleicht nicht mehr sein. Aber im Moment ist diese Executive Order auch noch sehr schwammig. Also da weiß man nicht so genau, was da draus am Ende wird. Ja. Aber muss mal gucken. Also es scheint so zu sein, dass das Pendel so ein bisschen zu dem Right to Repair schwingt im Moment in den USA. Und das ist natürlich auch so eine Signalwirkung. Wenn das da tatsächlich umgesetzt wird, dann wird das in Europa mit Sicherheit auch kommen. Und zwar nicht nur deswegen, weil die Gerätehersteller sich ja daran halten müssen und dann wahrscheinlich das global einführen, sondern auch auf der Gesetzgeberseite kann das ein guter Leuchtturm sein.
Ja. Und hilft mit Sicherheit auch unseren ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Definitiv. Ja. Und wo wir gerade bei Right to Repair sind und bei Reverse Engineering, die US Air Force muss leider auch ein bisschen Reverse Engineeren. Und zwar ein Teil von ihrem Stealth-Bomber. Ist Stealth. Ja, genau. Und das ist ein Wärmetauscher, der drin verbaut wurde und für den es anscheinend weder Pläne noch die Originalfirma noch gibt. Und da müssen sie jetzt tatsächlich, die haben da ein paar Stellenausschreibungen gemacht, die müssen tatsächlich dieses Teil jetzt reverse-engineeren, damit sie es neu bauen können, damit sie Ersatzteile kriegen. Ja. Ja. Ob das erlaubt ist? Ich weiß ja nicht genau, wie so Militärtechnik lizenziert wird. Also du darfst ja nicht einfach so ein iPhone reverse-engineeren, das ist ja total verboten. Du kriegst ja direkt eine Klage an den Hals von Apple. Ich glaube, das wird hier nicht passieren. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber es ist trotzdem lustig, dass das jetzt quasi an so einer Stelle reverse-engineert wird. Weiß ich auch nicht so genau, ob ich das irgendwie vertrauensvoll finde, irgendwie, wenn die sagen, da ist irgendwie so ein Teil drin, wo wir nicht wissen, wie das funktioniert. Naja, aber wenn du mal zurückgehst, es gibt ja ganz viele noch eingesetzte Software, die so alt ist, dass da keiner mehr da ist, der genau weiß, wie das funktioniert. Es gab auch so eine Story mit der Startplattform vom Space Shuttle. Für die existieren doch auch irgendwie keine vollständigen Pläne mehr. Und die können sie auch nicht so einfach nachbauen mehr. Mhm. Gab's auch irgendwie so eine Story. Müssen wir mal googeln. Ja, wo wir gerade bei Standards sind und so. Total lustig, der Weltnormentag, Olli. Es gibt einen Weltnormentag. Ja, ja? Habe ich auch nicht gewusst. Habe ich auch nicht gewusst, aber schon interessant. Es gibt einen Weltnormentag der ISO am 14. Oktober. Und die ANSI macht auch den Weltnormentag mit, allerdings an einem anderen Datum. Tja. Ja, also die ISO feiert den Weltnormentag am 14. Oktober und die ANSI feiert den Weltnormentag am 22. Oktober. So viel zu Standardisierung. Ja, es ist echt, ich sag da jetzt nichts mehr zu. Ich meine, das ist genau dasselbe. Ja, es gibt Winter- und Sommerzeit in den USA und hier in Europa. Ich muss da ja jeden Tag, jedes Jahr drunter leiden. Ja. Und die haben es tatsächlich geschafft, dass die beide die Zeitumstellung machen in dieselbe Richtung, ja, USA und Europa, aber an unterschiedlichen Tagen, immer eine Woche versetzt ungefähr, 1 bis 2 Wochen versetzt. Da frage ich mich immer, welcher Oberhonk hat sich das ausgedacht? Ja? Also ich meine, einer von den beiden, entweder Amerika oder die Europäer, sind irgendwann zu dem Schluss gekommen als Letzte. Also es gab irgendjemand, der als Erster war und dann kam der Zweite und sagte, ach, wir müssen jetzt auch mal so eine Zeitumstellung machen. Wann machen wir die denn? Ja, wir machen die natürlich nicht am selben Tag wie Amerika, sondern eine Woche später. Also, ja, da fällt mir auch nichts mehr zu ein, ey. Ja, doch, soll ich dir sagen? Und genau diese 1 bis 2 Wochen ist bei uns in der Firma das totale Chaos, ja, weil die einen kommen eine Woche, eine Stunde zu früh, die anderen eine Stunde zu spät zu den Meetings, ja, weil das immer noch trotz der ganzen Technik und so bei solchen internationalen Unternehmen ein echtes Problem ist, weil es ist alles total Kuddelmuddel. Das sind die 2 Kuddelmuddelwochen im Jahr. Ja, aber mir fällt da schon was dazu ein, und zwar, das hängt ja mit der Vernetzung und mit der Echtzeitfähigkeit sozusagen von Meetings und sowas zusammen. Als das eingeführt worden ist, gab es das einfach nicht, ja, und das war einfach kein Problem. Bisschen Voraussicht wäre gut gewesen. Naja, du kannst ja nicht alles voraussehen. Standards, geht es um Voraussicht? Nein, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wieso schafften ein Kalender sozusagen, das nicht vernünftig umzurechnen. Ja, und ja, da ist ja eine Zeitzone drin. Ja. Ja, und da muss ich doch erwarten, dass man weiß, wer wo, wann, in welche Zeitzone da ist. Also, puh. So, wir müssen ein bisschen weiter machen. Unsere Sanduhr läuft zu Ende gleich. Und das Schöne ist, wir wissen diesmal nicht, wie viel Folien wir noch vor uns haben. Nee. Wir lassen das einfach in den Tag hineinlaufen. Ja? Ach so. Sorry an die Frostcon-Crew, wenn wir ein bisschen überziehen, aber nach uns kommt ja eh keiner mehr. Ja, wir haben noch 1236 Folien. Ja, mindestens. Der Bundestag hat die Update-Pflicht beschlossen und das Rückgaberecht für kostenlose Apps. Ja, gut. Also da muss man vielleicht erstmal dazu einordnen, was das überhaupt ist. Also Update ist ja eine sehr sinnvolle Sache, wenn man jetzt sowas hat wie Sicherheitsupdates und so weiter. Da hat man ja, wenn man etwas gekauft hat beispielsweise, schon ein Interesse dran, dass man es möglichst lange einsetzen. Ich glaube, wir werden irgendwann ein richtiges Problem kriegen. Die Leute kaufen jetzt im Moment Spiele bei Steam, Filme bei Google Play oder bei Amazon
Und ich glaube, es wird irgendwann einen Punkt kommen, wo diese Dienste oder Teile dieser Dienste einfach dicht machen und damit der gesamte digitale Lizenzbesitz flöten geht. Aber das ist übrigens eine spannende Sache, die du da sagst. Mhm. Du kaufst ja keinen Film bei Amazon. Ich kaufe eine Abspiellizenz. Du kaufst eine Anschaulizenz. Und wenn Amazon nicht mehr da ist, kannst du es dann natürlich auch nicht mehr anschauen. Ja. Das Interessante bei dieser Sache hier war übrigens eigentlich nicht die Update-Pflicht, denn die Update-Pflicht, kann man sich mal anschauen, nachlesen, die ist sehr schwammig. Ja, da steht natürlich mal wieder nichts drin und man kann das natürlich von Kaugummi bis sonst wo dehnen. Das wirklich Interessante daran war, dass man das definiert wurde, dass das Ganze auch für kostenlose Apps und Inhalte gilt. Und zwar mit der Begründung, dass man auch für diese Apps und Inhalte gezahlt hat mit den Daten. Und das ist eine super wichtige Geschichte, weil damit wurden quasi das Bezahlen mit Daten gleichgesetzt mit dem Bezahlen von Geld. Und das ist eine sehr wichtige Geschichte, weil damit andere Bedingungen und Konsequenzen bezüglich des Kundendienstes und der Gewährleistung gelten. Ja. Also wir sind alle mal gespannt, was da jetzt in der realen Praxis rauskommt. Ja, also da wird es wahrscheinlich auch noch diverse Klagen geben und sowas. Also ist ja auch wieder das Schöne, der Bundestag macht irgendwelche Gesetze und sagt dann, ja, lassen das mal die Gerichte klären. Dann muss wieder Geld für Anwälte ausgegeben werden, um genau zu definieren, was das eigentlich bedeutet. Gucken wir mal, was draus wird. Mhm. Ja, 60 Jahre Juri Gagarin. Der erste Mensch im Weltall. Mhm. Ja. Habe ich übrigens gerade eine sehr gute Serie gesehen auf For All Mankind. Kann ich echt nur empfehlen. Alternative History. Super. Und was man da unten sieht, ist das die Raumkapsel gewesen. Ist die Raumkapsel, ja. Okay. Super, super klein. Ich glaube, die sieht viel größer aus hier für den Astronauten, als sie denn tatsächlich war. Also das ist, man sieht hier, glaube ich, die ganzen Konsolen nicht. Da gab es auch diesen einen Mariner-Astronauten, der hat gesagt, so eine Raumkapsel, die steigt man nicht ein, die zieht man an. Okay. Ja, war ein großer Dämpfer für die USA. Gagarin als erster Mensch im Weltall mit der Vostok 1. Weiteres Space-Thema, 20 Jahre ISS. Da läuft übrigens Linux auf der ISS. Ja, hatten wir schon ein paar Mal. Da läuft übrigens Red Hat Linux auf der ISS. War das nicht ein Debian? Nee, ich glaube, also wahrscheinlich haben die mehrere. Also ich weiß, dass auf jeden Fall eine Red Hat-Maschine da ist. Okay. Ja. Also ich bilde mir ein, dass wir da schon ein paar Mal in unserer Show hier die ISS hatten und auch mit Debian. Ja. Ja, auf jeden Fall, die hat ja auch ihre Lebenszeit schon deutlich überschritten. Aber das ist ja bei Space Hardware sowieso öfters der Fall. Also die Mars Rover zum Beispiel, die fahren ja auch noch ein paar Jahre weiter über die Lebensdauer, die geplant eigentlich hinaus. Aber das verstehe ich ehrlicherweise nicht. Also da werden noch pausenlos so austauscht, also da kommt doch neue Module ran und so weiter. Ja. Da ist ja jetzt letztens erst so ein russisches Modul rangekommen. Wenn die pausenlos neue Module bekommen, wieso ist denn da eine Lebenszeit überschritten? Wieso, ich glaube, das hängt auch an den Kosten, den ganzen Kram irgendwie am Laufen zu halten. Na gut, aber vielleicht, wenn das jemand weiß, wieso so eine Raumstation eher eine Lebenszeit hat und warum man die nicht einfach so ein Rolling-Release-Modell sozusagen immer wieder weiter ausbaut und erweitert, da wären wir sehr über einen Hinweis dankbar. Kleiner Hinweis übrigens für unsere Podcast-Hörer, die diese Folge gerade hören. Manchmal deuten wir auf die Folien und so, weil wir halt hier eine Videospur haben. Also nicht verwirrt sein, das ist hier der Audio-Teil einer Präsentation, die auch Video hat und Folien. Ja, großes Drama bei Audacity. Ja, oder wie man das ausspricht. Oder wie auch immer man das ausspricht. Also wir haben uns auf Audacity geeinigt. Genau. Das Erste, was seltsam war, ist, Audacity wurde von einer Firma namens Muse gekauft. Ja. Da haben wir uns erstmal gefragt, wie kann man denn ein Open-Source-Projekt kaufen? Aber zuerst mal müssen wir uns fragen, was ist denn Audacity überhaupt? Audacity ist eine Audio-Software, die wir auch benutzen zum Schneiden unserer Podcasts. Und das ist eine ziemlich gute Software, die ist ziemlich cool und die ist auch sehr umfänglich. Kann man so sagen, das ist das GIMP für Audio unter Linux. Also so ein Sound-Editor. Ein Sound-Editor. Hm. So, und der wurde von einer Firma gekauft. Und wir haben echt versucht rauszufinden, was das bedeutet. Und die Presse hat leider da keinen großen Dienst gemacht. Also die ganze Tech-Presse hat immer geschrieben, Audacity wurde von Muse übernommen. Genau. Aber keiner hat sich mal die Mühe gemacht, mal so rauszufinden, was das bedeutet. Also wir haben uns ja gefragt, was heißt denn überhaupt, wenn ein Open-Source-Projekt gekauft wird? Also man kann ja ein Open-Source-Projekt schwer kaufen, aber man kann natürlich die Leute, die da hinten dran stehen und das Ganze contributen, die kann man natürlich kaufen. Genau, das war aber nicht der Fall hier. Jedenfalls nach unseren Recherchen sieht das so aus. Das Zweite, was man machen kann, man kann natürlich Infrastruktur kaufen, ja.
Ja, also man kann die Bildsysteme kaufen, die ja irgendwo stehen müssen. Man kann, was kann man noch kaufen? Marken kann man kaufen, ja. Und das ist in der Tat hier auch passiert. Genau. Ne? Also was wir rausgefunden haben, scheint es so zu sein, dass sie die Marke gekauft haben, ja, also den Markenrechteintrag und den Zugang zur Administration der Webseite. Ja. Also die Webseite quasi. Also die Infrastruktur. Genau. Und die Marke. Aber ich fand es schon sehr bezeichnend, dass man da nicht mal irgendwie Klartext geredet hat und das mal irgendwie mal öffentlich oder transparent gemacht hat, was da passiert ist. Also, und ich finde es auch ziemlich peinlich, dass die ganze Tech-Presse da anscheinend das alles einfach so übernommen hat. Dass die Musikpresse, in der es auch jede Menge Artikel dazu gab, das einfach übernimmt, das kann ich verstehen. Aber von, sagen wir mal, Heise zum Beispiel, hätte ich mal erwartet, dass die mal ein bisschen tiefer graben und fragen, was das eigentlich bedeutet. Also, eine spannende Frage ist ja, nachdem wir erstmal schon mal hier ein bisschen gesucht haben, was verkauft ist, ist ja auch, wer was verkauft hat, ja? Ja. Also das muss man ja auch mal beleuchten. Ja, und dann ging das Drama erst richtig los, ja, weil die haben da so ein schönes Promo-Video gemacht, was irgendwie gesagt hat, dass sie auf jeden Fall auf Seiten der Open-Source-Community sind und dass sie das Ganze weiterführen wollen wie bisher und so weiter. Und dann ging es halt los. Also da muss man dazu sagen, Kommerzialisierung oder Verkauf von Open-Source-Projekten ist ja erstmal per se kein Problem. Nee, ist kein Problem. Und das kann positive Effekte haben und das kann negative Effekte haben. Und wir haben ja alle Daumen gedrückt, dass es positive Effekte hat, aber was hier rausgekommen ist? Die haben sich halt eine Serie von echten Kommunikationspannen geliefert und wirklich ein Händchen dafür gehabt, die ganze Zeit ins Klo zu greifen. Ja, muss man einfach sagen. Sie haben erst irgendwie gesagt, sie möchten die Lizenz ändern. Da müssten sie jetzt ein Code Ownership Agreement machen mit allen, so ein Contributor Agreement mit allen Leuten, die da beigetragen haben. Haben sie gesagt, sie müssen so ein Feedback-Mechanismus einbauen für die Bugs, der auf Google Analytics aufsetzt. Das hat der Community nicht gefallen und sowas. Und das war wirklich so eine Serie von Geschichten. Also erst diese Sache mit dem Analysewerkzeug, mit dem Pingback und so, mit dem Telemetriezeug. Dann kam die Lizenzänderung. Dann eine Woche später das nächste Ding mit der Code Contributor Agreement Geschichte. Und die haben halt wirklich, wir haben es damals, wenn wir so einen Podcast gemacht haben, haben wir gesagt, okay, in welches Klo haben sie jetzt wieder gegriffen? Dieses Mal. Ja, also eigentlich haben wir gedacht, von Woche zu Woche, die kriegen die Kurve. Ja, genau, und es ging irgendwie immer weiter bergab. Also am Anfang denkt man, okay, die lernen noch. Also beim zweiten, dritten Mal war ich gedacht, ey, halt doch einfach mal die Fresse und lasst mal irgendwie Gras über die Sache wachsen, bevor ihr mit dem nächsten Ding ankommt. Ja, ich glaube, also mittlerweile so rückblickend würde ich mal sagen, die hätten das war noch super mal ungeschickt. Die hätten in so einen Community Manager mal investieren sollen. Genau. Ja. Und jemanden, der sich damit vielleicht auch ein bisschen auskennt, ja. Also. Ja, also furchtbar. Und dann gab es auch noch solche Geschichten, die schon fast so True Crime waren. Da sind natürlich diverse Forks entstanden. Und ein Fork davon zum Beispiel hat sich der Maintainer irgendwie mit Leuten von 4chan angelegt und die sind dann irgendwie nach Hause zu dem gegangen und haben dem auf die Fresse gehauen. Ja? Also die bizarrsten Storys sind da irgendwie rausgekommen. Ja. Also spannend, wie es da weitergeht. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja. Andere spaßige Geschichte. Der Wert der Aktie von Warren Buffett ist übergelaufen. Ja, das finde ich eigentlich keine witzige Geschichte. Also das ist eigentlich sehr beunruhigend, wenn man das mal sich anschaut. Also die Aktien von Berkshire Hathaway sind zu einem bestimmten Zeitpunkt waren die mehr als $435.000 eine einzige Aktie wert. Und das passt nicht in 32-Bit-Integer, was dazu geführt hat, dass diverse Börsensysteme abgekackt sind, wie zum Beispiel man hier sehen kann von Google-Börse. Ja, da war dann plötzlich die Aktie nur noch $2.000 wert und ist 99,53% gefallen laut der Anzeige, gut, was natürlich Quatsch war. Jetzt muss man natürlich sagen, hey, 435.000 US-Dollar. Ja, stell dir mal vor, du bist Investor, ja, und machst irgendwie dein Google auf und dann siehst du dieses Bild. Ja. Ja, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber man muss dann noch sagen, 435.000 US-Dollar, jeder, der mal kurz nachgerechnet hat, das passt natürlich in 32-Bit rein. Aber die Darstellung ist da so ein bisschen anders. Die haben drei Nachkommastellen. Ja, oder so noch mehr. Oder noch mehr Nachkommastellen. Ja, die haben also Fractions of Cents. Und das hat dazu geführt, dass 435.000 US-Dollar zu viel war für diese Datenstruktur und für die Abbildung. Ja. Und das richtig Tragische finde ich ja,
wenn, also wenn du dein, das in deinem Portfolio hast und nur die Anzeige da ist und du denkst, oh, was ist da passiert? Das ist schon schlimm genug, ja. Aber da ist ja noch kein Schaden passiert. Schlimm ist es ja, da sind ja immer mehr automatisierte Käufer und Verkäufer. Ja. Und ihr habt wahrscheinlich gedacht, oh, das ist ja günstig. So, und wenn du das Ding verkaufst und wieder, und da ist ja totaler Durcheinander passiert, wie das, ob man das wieder alles wieder rückabwickeln konnte, weiß man nicht. Aber auf Twitter übrigens der beste Kommentar war Classic Buffett Overflow Attack. Ja, super. Großartig. Ja, noch so eine andere traurige Geschichte ist Oracle. Also Oracle insgesamt ist eine tragische Geschichte, finde ich, und eine traurige. Aber die haben dieses Jahr oder im letzten Jahr haben sie endgültig im Rechtsstreit zwischen Google und Oracle verloren. Das heißt, die Frage, ob APIs jetzt überrechtlich geschützt werden können, ist wohl entschieden, zumindest in diesem Fall. Und Oracle hat verloren und Google darf weiter diese APIs benutzen. Auch wenn Google im Moment heftig dran arbeitet, das Ganze zu ersetzen, schon seit Jahren. Ja, also ist schon eine Signalwirkung, finde ich. Auch ein wichtiger Rechtsstreit, der über Jahre gelaufen ist. Ich glaube, der ist jetzt 5 Jahre alt oder so. Und wirklich lange gelaufen. Also, ja. Aber was noch viel trauriger ist, ist, wie Oracle insgesamt mit seinen Open-Source-Produkten umgeht. Also beispielsweise Java. Das ist echt, also Katastrophe. Wenn man auf java.com geht, bekommt man irgendwie diese Seite angezeigt, die irgendwie aussieht, als ob sie 10 Jahre alt wäre. Und wenn man auf Download klickt, kriegt man eine Java-Version zum Download angeboten, die 7 Jahre alt ist. Ja, kein Verweis auf das offene Java, auf die neueste Version. Die lassen es einfach schleifen. Ja, denen ist das einfach scheißegal. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie Sun damals einfach nur gekauft haben, weil sie eine Chance gesehen haben, Google damit zu verklagen. Mhm. Ja, also Oracle, sorry. Das ist echt scheiße. Ja. Ja, gut. Ja, wir sind nicht im Bereich Java, aber im Bereich JavaScript, 25 Jahre JavaScript. Ja, auch interessant. Ja, weil natürlich auch, also da kann man ja viel, ich mache ja auch viel JavaScript leider. Wir machen auch demnächst mal ein Programmiersprachen-Special in unserem Podcast. Da sagen wir ein bisschen mehr dazu, aber JavaScript hat natürlich auch seine starken Schwächen, aber hat natürlich auch zur Dynamisierung und wahrscheinlich auch zum Erfolg des Webs beigetragen. Ja, denke ich schon. Also ohne das gäbe es, glaube ich, das Web, so wie wir es heute kennen, gäbe es nicht. Na, oder hätte oder Flash. Wäre voll proprietär, wäre Flash. also, aber da können wir vielleicht in unserem Programmiersprachen-Special nochmal ein bisschen drüber reden. Ja. Amazon AWS schlägt zurück gegen Elasticsearch. Das ist so eine bedenkliche Entwicklung, finde ich. Es gibt immer mehr Projekte, wie zum Beispiel Elasticsearch, die ihre Lizenz ändern von einer Open-Source-Lizenz weg zu einer Nicht-Open-Source-Lizenz. In dem Fall zur Server-Side-Public-License, die von der OSI nicht als Open-Source-Lizenz anerkannt wird. Ja gut, das hängt damit zusammen, dass die wahrscheinlich durch diese ganzen Cloud-Sachen natürlich ihre Bekanntheit gesteigert haben, ja, weil ohne diese Cloud-Sachen gibt es Elasticsearch nicht. Ja. Auf der anderen Seite zerstört das natürlich ein bisschen ihr Businessmodell, weil da gibt es natürlich nicht so große Einsatzfälle. Immer mehr von diesen Firmen leben halt von Cloud-Services, ja. Und da ist es natürlich schwierig, irgendwie also in so einem Konkurrenzverhältnis mit AWS zu stehen, ist natürlich schon eine schwierige Position, sag ich mal. Und ich kann schon verstehen, dass sie das nicht gut finden, dass Amazon einfach eine Elasticsearch nimmt und die einfach in die Cloud bringt und dann als Service verkauft. Aber so ist das halt. Ja? Willkommen in der Open-Source-Welt, finde ich. Naja, oder willkommen in der Cloud-Welt. Ja. Da muss man einfach wieder das dahin zurückgehen, wo... Ja, das hat ja nichts mit Open-Source zu tun, sondern es hat ja was mit Cloud zu tun. Ja. Und Aber ich meine, das Konzept, wie Businessmodelle mit Open Source funktionieren, beschränkt sich ja nicht nur auf das Anbieten von Cloud-Ressourcen, finde ich. Ja, und da muss man einfach mal, also da irgendwie also mit dem Holzhammer hinzugehen und dann die Lizenz zu ändern und von Open Source zu Closed Source zu gehen, deswegen halte ich für den falschen Weg. Und Amazon hat alle Rechte, dann zu sagen, da machen wir halt Fork. Ja. Ja, und die haben auch die Power und die Möglichkeiten, das auch erfolgreich zu machen. Ja. Und ich will da nicht Amazon verteidigen. AWS ist schon gebaut, in vielen Teilen gebaut dafür, dass man Vendor-Login macht. Also in AWS ist ein super Service, kann man super viele tolle Sachen machen, aber man ist auch ganz schnell irgendwie in so einem Vendor-Log drin. Ja, über dieses Thema hier, Luca,
könnte man, glaube ich, einen ganzen Vortragstag machen. Das hat uns in einem Podcast auch, da kann man mal nachhören, da haben mehrere Folgen haben wir uns damit beschäftigt. Wir sind übrigens jetzt, genau jetzt, Overtime. Oh. Aber stimmt's nicht, oder? Nee, machen wir ein bisschen schneller. Also, Luca, Katastrophe. Ja, also die, ich habe mir den Quellcode angeguckt, der war ja erst irgendwie, war das ja so ein ganz holpriger Open-Source-Start. Dann, es gab ja erst so eine Nur-Gucken-Aber-Nicht-Anfassen-Lizenz, die auch noch irgendwie andere Open-Source-Lizenzen verletzt hat, wo sie sich auch irgendwie mit einem anderen Open-Source-Entwickler nochmal angelegt haben. Dann haben sie es unter DGPL getan, die Leute haben sich den Quellcode angeguckt und also ich sag mal so, selbst jetzt noch, kann man auf Twitter sehen, da gibt es so den Luca-Bug des Tages. Und es war selbst für mich spannend, mal sich diesen Quellcode anzugucken von der App. Also da denkt man wirklich, was für Anfänger haben das zusammengeschraubt. Und ich finde, wir hatten das lange und breit im Podcast oder nochmal nachhören da besprochen mit auch Beispielen konkreten und so. Also mein Fazit von dieser App ist, das haben irgendwie Leute zusammengebaut, die einfach noch nie sowas gemacht haben und die vielleicht irgendwie gerade von der Uni sind und die keine Erfahrung haben, wie man irgendwie eine produktionsfähige Software zusammenschraubt. Und die haben anscheinend starke Defizite bei ihrer Qualitätssicherung. Oh, das musste schnell gehen. Oder alles zusammen. Also da sind Sachen drin, wo man selbst, wenn es schnell gehen muss, macht man das so nicht. Ja, so hart codierte Konfigurationen in der Software drin und so. Und irgendwie die Prüfung auf, ist das eine E-Mail-Adresse mit einfach zu gucken, ob da ein Ad-Zeichen drin enthalten ist in dem String. Das sind einfach so Sachen, ja, die kann man einfach, selbst wenn es schnell gehen muss, gibt es dafür Bibliotheken und das nimmt man einfach eine Bibliothek dafür. Fertig. Ja. Also katastrophale Qualität. Jetzt könnten wir dann nochmal so einen anderen Spin reinbringen. Ja, also ich meine, kannst dich noch erinnern, als OpenOffice die Quellen veröffentlicht hat und wir da reingeguckt haben, oder Netscape? Nee, das war Netscape. Ja, 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 das war auch Katastrophe. Ja, also ich glaube ja, dass wenn du ein vernünftiges Open-Source-Modell hast, das von Anfang an auf Mitarbeit ausgelegt ist, dann brauchst du eine gewisse Qualität in den Dokumenten, was du zur Verfügung stellst, sonst funktioniert das nicht. Ja, aber proprietäre Software zu machen, tut dich nicht freisprechen davon, Qualität zu liefern. Aber das sieht, und Tests zu machen. Ja, aber das sieht in der Regel ja keiner. Also das sieht für mich so aus, ob die keine Tests haben, keine vernünftigen, dass die keine Build-Pipelines haben, vernünftige. Also das sieht für mich, der ganze Ding sieht so aus wie Softwareentwicklung von vor 15 Jahren. Hm. Ja? Aber gut, mit Juniors, nur mit Juniors. Okay, wer sich dafür interessiert, wir haben das wirklich über mehrere Folgen komplett auseinander differenziert in unserem Podcast, könnt ihr gerne mal nachhören. 20 Jahre agiles Manifest. Gute Überleitung. Gute Überleitung. Ja, das hat auch sehr viel Gutes gebracht und sehr viel Schlechtes. Ja, also das ist ja, du musst das ja sozusagen für dich annehmen, ja, und du kannst das natürlich anpassen, sodass es für dich Nutzen bringt, oder? Also ich sag mal so, ich habe noch nie so, also ja, die Idee ist ja bei agiler Softwareentwicklung, dass man dynamisch auf die Situation reagiert und die so anpasst, wie es am besten ist für alle Beteiligten. Und ich habe, dieser dynamische Aspekt scheint nicht durch allen durchzukommen. Also ich habe schon sehr fundamentalistische Diskussionen mit Scrum Mastern gehabt. Und also schon allein die Existenz von einer Zertifizierung für agile Softwareentwicklung halte ich für einen Widerspruch in sich. Ja, also ich finde, das ist so ein typisches Thema, wo man auch über die Stränge schlagen kann, relativ einfach. Ja, und wo man sehr schnell in einer Situation ist, wo es dann eher um Ideologie geht, als um praktisches Vorgehen, sag ich mal. Ja. So, und außerdem sind da so ein paar Leute dabei bei der Unterzeichnerliste, die ich ein bisschen skeptisch finde. Also Kent Beck zum Beispiel. Wenn man sich das anschaut, finde ich, hat das agile Manifest super viel für die Softwareentwicklung getan. Ja? Mhm. Ich habe aber auch sehr viele Projektleiter gehört, die gesagt haben, wir sind agil, wir planen nicht mehr. Ja, genau. So. Genau. Und das kann man ja zurückführen, zum Beispiel auf diesen Satz. Das ist das Hauptding, was ich sehe, ja. Dass man irgendwie hinkommt und alles brennt. Das Sofa brennt, die Vorhänge brennen, alles ist total durcheinander, kaputt, verbrennt sich. Und dann kommt einer vorbei und sagt, ich weiß nicht, was du willst, wir sind doch total agil.
Ja. So, und du hast da unten reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans. So, ja, gute Ausrede. Nee, das ist keine Ausrede, weil da steht unten drunter, das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden, schätzen wir die Werte auf der linken Seite höher ein. Mhm. Das heißt ja nicht, du sollst die Veränderung so hoch priorisieren, dass du gar keinen Plan mehr hast, sondern du sollst, wenn du einen Plan hast und du hast eine Veränderung, sollst du umplanen, sozusagen. Ja. Ja? Das, ja, es gibt viele Leute, die sagen, planen machen wir dann nicht mehr. Ja, und du musst natürlich auch, das heißt jetzt nicht, dass du nur noch planst, ja, und ja, umplanst und so weiter, aber du brauchst ja zumindest ein Ziel, das du verfolgst. Ja. Naja. Ja, OpenOffice feiert Geburtstag. Ja. Ja, OpenOffice, nicht LibreOffice. Und LibreOffice sagt, schön, gebt uns euren Namen. Ja. Ich glaube, OpenOffice gab es schon seit Jahren auch keine neue Version mehr. Ja, kann man auch Danke Oracle sagen. Ja, genau. Also, eigentlich müsste da hätten wir die Folie woanders einsortieren sollen. Danke Oracle. Ja. Ist auch so ein totes Open-Source-Projekt, was irgendwie nur noch so ein bisschen am Leben erhalten wird. Frage ist natürlich, ob es irgendwie Sinn macht für LibreOffice, sich jetzt den Namen zu holen und sich umzubenennen. Das hat sich mittlerweile ja auch als LibreOffice irgendwie etabliert. Ja, aber kann nicht schaden, auch noch OpenOffice zu haben als Namen. Ja, aber insgesamt 20 Jahre OpenOffice, das freie OpenOffice. Ja, Bitcoin-Mining, können wir schnell drüber gehen. Bitcoin-Mining ist bescheuert. Kryptowährungen insgesamt sind bescheuert, meine Meinung. Ja. Also von wegen Alternative zum Bargeld, wo kann ich denn damit bezahlen? Nirgendwo. Bitcoins sind nur dafür da, oder Kryptowährungen sind nur dazu da, um irgendwelche dunklen Geschäfte abzuwickeln oder Spekulationen zu haben. Hättest du nicht deinen Tesla damit bezahlen können? Ich hätte meinen Tesla damit bezahlen können, aber dann wäre der CO2-Fußabdruck um das Vierfache überschritten. Hätte ich mir auch zwei SUVs kaufen können quasi. Ja. Okay. Also so ein Quatsch. Also wie gesagt, ich halte Kryptowährungen gut, sind nur für Kriminelle und für Spekulanten. Und das sind zwei Gruppen von Leuten, mit denen ich nichts zu tun haben will. Ja, nächste Folie. Jetzt kriegen wir wieder so ein paar Dislikes. Ja, ist, wo ich gerade am Ausrasten bin, ist Linus eigentlich dieses Jahr wieder ausgerastet? Mehr als einmal. Mehr als einmal, aber einmal ist er richtig krass ausgerastet. Nämlich gegenüber einem Impfgegner. Ist auch lustig, dass solche Diskussionen auch auf der Kernel-Mailing-Liste stattfinden. Ja. Ja. Er soll sich verpissen, hat er, glaube ich, geschrieben. War übrigens ein Deutscher. Hat aber meiner Meinung nach auf dieser Mailing-Liste auch nichts zu suchen, ja. Ja. Gut, wahrscheinlich hat er das deswegen, also ich meine, wahrscheinlich hat er zwei Gründe gehabt, den irgendwie. Ja. Ja, dieses Jahr ist eine neue Version von Matt erschienen. Ja. Halte ich ja immer noch für den besten Mail-Client, den ich je benutzt habe. Ja, ja, wenn es nur um Mail gehen würde, aber heutzutage kriegst du da die ganzen Anhänger und die ganzen. Ja, Bilder, also heutzutage wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil wahrscheinlich sind alle Mails heute irgendwie HTML. Selbst das geht ja noch mit Matt, aber das größte Problem von Matt damals war ja, dass das nur lokale Mailboxen lesen konnte. Ja? Also man konnte kein IMAP oder POP3 Mail abrufen damit, nur über Umwege und über irgendwelche Hacks und Tools und so. Das war der Todesstoß dafür. Aber von der Effizienz und von der Bedienkomfort und von der Funktionalität ist das meiner Meinung nach immer noch der beste Mail-Reader, den ich je benutzt habe. Ja. Und wir haben den echt lange und sehr intensiv benutzt und mit sehr, sehr vielen Mails. Also ich glaube, wir können uns als Power-User da klassifizieren. Ja. Aber die Version 2 habe ich nie benutzt. Nee. Aber vielleicht kann die ja jetzt IMAP, ich bin mir gar nicht sicher. Ja. Naja, müssen wir vielleicht mal angucken. Trotzdem, wer da Lust drauf hat, geiler Mailreader. Ja, ich würde jetzt eigentlich die Überleitung machen, wo wir noch bei alter Technologie sind, aber ich finde Matt so cool, eigentlich darf man da nicht sagen, dass das alte Technologie ist. Russischer Diplomat verlässt Nordkorea mit einer Draisine. Aber vielleicht machen wir die Überleitung so, dass man das Werkzeug nehmen muss, was gerade da ist. Was gerade da genau, ist. Genau. Was am effizientesten ist. Genau. Ja. Also die haben so quasi die letzte Meile über die Grenze, weil ja nichts anderes fährt oder an nichts anderes geht, haben sie sich so eine Draisine geschnappt und sind dann so schön über die, über die nordkoreanische Grenze gefahren. Dann sieht ihr schön das Foto, es gibt auch ein Video davon. Ja, praktisch, sag ich mal. Ne? Praktische, also manche Probleme erfordern einfach praktische Lösungen. Genau. Ja, jetzt hatten wir es gerade bei Kryptowährungen, da sind wir jetzt fast wieder. NFTs, das ist auch so ein Ding, ja, wo ich mir denke, haben sie wieder was Neues gefunden,
mit denen sie den Idioten das Geld aus der Tasche ziehen können. Ja, also, und das, was hier in dem Artikel von TechCrunch steht, ist total richtig. NFTs sind kein Copyright. Also nochmal zu erklären, NFTs sind Signaturen von irgendwelchen Inhalten, die außerhalb der Blockchain existieren. Und dann kann man diese Signatur kann man quasi einem Konto anhängen und sagen, dir gehört diese Signatur jetzt. Das heißt, sowas wie zum Beispiel, ich habe ein Video, dann mache ich einen Hash davon, mache eine Signatur und dann sage ich, okay, ich habe jetzt ein NFT erstellt für dieses Video und jetzt sage ich, dieser Person gehört jetzt dieses NFT, indem ich ihm dieses Hash quasi übereigne in der Blockchain. Einfach gesprochen. Das ist ein bisschen komplizierter tatsächlich, aber einfach gesprochen. So, was heißt das aber eigentlich? Das heißt ja eigentlich gar nichts. Ja? Wenn ich da irgendwie einen Hash generiere und das da in die Blockchain tue, heißt das ja nicht, dass ich das Copyright dafür habe. Das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Das ist doch völlig irrelevant, ob ich irgendeine mathematische Darstellung von irgendeinem Hash besitze, virtuell besitze. Das hat nichts mit Copyright zu tun. Das heißt, der ursprüngliche Ersteller des Videos hat immer noch das Copyright, zumindest in Deutschland. Ja? Man kann nicht einfach sagen, dieses Bild gehört jetzt demjenigen, weil er den NFT dafür hat. Das ist Quatsch. Glaube ich aber, dass das viele Leute glauben. Naja, das ist ja die technische Entsprechung davon. Ja, aber es hätte keine rechtliche Wirksamkeit. Ja, aber die Gefahr besteht ja, dass die rechtliche Entsprechung danach gezogen wird. So, jetzt gab es noch eine Aktion von Tim Berners-Lee, der den ersten Quellcode des ersten Webservers in ein NFT verwandelt hat und dann für 5,4 Millionen US-Dollar bei Sotheby's versteigert hat. Da frage ich mich wirklich, also da fällt man wirklich vom Glauben ab. Ja? Wer kauft für 5,4 Millionen, wer hat irgendwie 5,4 Millionen Dollar rumliegen, die er einfach so aus dem Fenster schmeißt? Naja, aber das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Naja, aber vielleicht ist das so ähnlich wie, musst du wie ein Kunstprojekt gut sehen. Und in dem Fall muss man sagen, das Geld ging an einen gemeinnützigen Zweck. Das hat vielleicht noch mitgespielt, aber es gibt ja diverse andere Beispiele, wo wirklich Millionenbeträge für irgendwelche NFTs ausgegeben wurden. Ich war so, die Doofheit der Menschheit ist unendlich. Ja? Also, es sind wieder so viele Aufreger diesmal drin, ey. Ich soll ja, nachher einen trinken gehen. Sollten wir schnell auf die nächste Folie. Ja, sollten wir schnell auf die nächste Folie. Das ist auch nicht besser. Ja, ja? Aber Überleitung von dem Erfinder vom HTML und also sozusagen dem WWW. Hin zu einem populären Browser. Mozilla streicht Stellen und Projekte. Wir müssen ein bisschen deskriptiver werden, sonst können die Leute im Podcast nicht verstehen, über was wir reden. Ja. Ja, Mozilla streicht auf jeden Fall Stellen und Projekte. Ich finde, die haben ja sowieso so ein paar seltsame, die sind eine Stiftung, oder nein, es gibt ja keine Stiftung in den USA so richtig, es gibt ja nur so nicht kommerzielle Firmen. Die versuchen so ein bisschen wie eine Firma zu agieren, und so innovativ zu sein wie eine Firma, aber irgendwie sind sie dann doch keine Firma und dann kommen dann solche Sachen raus wie, wir machen jetzt ein VPN. Man denkt, ey, könnt ihr nicht das Geld für den VPN nehmen und in eure Produkte stecken, das wäre, glaube ich, besser angelegt. Ja? Also, die haben so einen seltsamen Schlingerkurs, finde ich. Ja, mit allen möglichen Sachen, die sie einführen, dann funktionieren die nicht, dann, aber es ist alles immer so halbgar, es ist irgendwie nicht so auf Corporate-Niveau. Ja, das würde ich jetzt nicht so unterstreichen. Nicht. Also zum Beispiel Rust ist eine tolle Programmiersprache, die sie rausgebracht haben. Die haben natürlich, genau wie jede Firma auch, nicht den Erfolg gepachtet. Ja, aber so ein Quatsch wie irgendwie ihr komisches VPN oder irgendwelche seltsamen Features, die sie da in den Firefox reinpushen. Also, ich weiß nicht. Na, die probieren halt viel aus und manche Sachen funktionieren, manche funktionieren nicht. Ja, manche Sachen sind aber meiner Meinung nach schon direkt, also ich meine, du hörst das Konzept und sagst, Totgeburt. Ja? Naja, egal. Also Mozilla finde ich ein bisschen, verhalten sich ein bisschen seltsam in den letzten 5 bis 10 Jahren. Ja, andere Organisationen. Die FSF wird 35 oder wurde 35 und die FSFE wurde 20. Ja. Unglaublich wichtige Organisationen haben unglaublich viel, ich meine, sie haben die freie Software erfunden, so, wenn man so sagen will, haben unfassbar viel getan für die freie Software. Man muss ja aufpassen, man muss jetzt hier freie Software sagen, nicht Open Source. Ja. Und sehr extrem coole Organisationen, die FSFE macht einen super Job,
die machen, das finde ich so toll an der FSFE, die machen ganz, ganz, ganz viele total nützliche Sachen, die sehr praktisch sind. Also sowas wie, ich bin irgendwie eine Firma und ich möchte ein Open-Source-Projekt freigeben und dann gibt es ein Beratungsprogramm, wo die denen helfen, was für eine Lizenz man nimmt, um welche Hürden man drum rumschiffen muss und sowas. Das sind einfach so Sachen, ja, das sind so die Hidden Champions, finde ich, die FSFE. Von denen hört man leider nicht so super viel in der Presse auch, aber das sind die, die diese schwere Arbeit im Hintergrund machen. Ja. Ja. Und ich finde, die FSFE macht da fast einen besseren Job als die FSF. Und der Matthias Kirschner, der die FSFE ja immer noch leitet, der ist auch ein cooler Typ. Und da kann man echt nur den Hut ziehen, sag ich mal. Ja. Also weiter so. Ja, gab auch ein bisschen Ärger um die FSF. Richard Stallman kommt zurück. Auch sowas, was ich völlig unnötig finde. Der 2019 ist er zurückgetreten, weil er so ein paar sehr grenzwertige bis übergrenzwertige Aussagen zu... Naja, muss man schon sagen, die waren über die Grenze drüber. Es war deutlich über die Grenze drüber, über den Epstein-Skandal gemacht hat und ist dann zurückgetreten. Und jetzt kommt er plötzlich wieder zurück und es gibt irgendwie super Knatsch mit dem Board und die Mitarbeiter wurden nicht informiert. Und da denkt man, wie viele Mitarbeiter haben die eigentlich, ja, dass sie da irgendwie so einen Terror... die haben gar nicht so viele Mitarbeiter. Und dann denkt man sich so, boah, also was geht denn da ab, ja? Also völlig unnötig und damit zerstört er nicht nur sein Lebenswerk, sondern damit zerstört er auch zum Teil die Reputation der FSF. Ja. Und da muss man einfach sagen, ey, lass gut sein, ja. Und das, weißt du, wenn er einfach weggeblieben wäre, dann wäre er für immer diese Legende gewesen mit diesem kleinen Fleck, ja, der ist da, aber es wäre nicht schlimmer geworden, sag ich mal. Das, was da passiert, ist eine Schande, finde ich. Ja. Ja. Muss man leider sagen. Und ich meine, Richard Storm ist schon ein sehr spezieller Charakter. Wir haben ihn ja ein paar Mal kennengelernt. Und auch schwieriger Charakter. Sehr, sehr speziell und sehr schwieriger Charakter. Ja, wir haben, glaube ich, auch ein paar Anekdoten in einem Podcast erzählt. Wir machen hier die ganze Zeit Werbung für unseren Podcast. Mhm. Gut, wir kommen fast zum Ende. Also wir kriegen wahrscheinlich nicht den Kopf komplett abgerissen, nur so halb. Also du meinst, wir haben noch 536 Folien. Wir haben noch 536 Folien. Mhm. Wir haben einen Programmierer, der dieses Jahr den Pulitzer-Preis gewonnen hat. Ja. Total spannend. Und zwar für eine Recherche, die er zusammen mit einem Team von investigativen Reportern gemacht hat, zum Standort von den Camps in China, wo die Uiguren festgehalten werden. Mhm. Und er hat da so eine Bildanalyse-Plattform genutzt und eine Bildanalyse geschrieben. Ich glaube, Programmierer ist da auch falsches Wort dafür. Ich glaube eher, dass es so eine Art Data Scientist, von dem, was ich da so gelesen habe. Und das ist echt spannend. Da gibt es auch einen Artikel zu, der Quellartikel, den gucken wir, dass wir ihn auch mal verlinken noch. Und der ist echt spannend zu lesen. Also hier sieht man auch ein Bild von diesen blau markierten Gebäuden und so, die nuttert auseinander. Also sehr spannend. Ja. Ja, noch ein Jahrestag, 50 Jahre Julian Assange. Muss man immer wieder erwähnen. Ja, damit man einfach nicht vergisst. Ja? Genau. Also er ist ja immer noch im Gefängnis und da muss man einfach auch die Erinnerung an diese Situation immer wieder erneuern. Ja, und das aufmerksam machen, dass er halt immer noch im Gefängnis sitzt. Mhm. Ja. Und anscheinend ja auch in widrigsten Umständen, sag ich mal. Ja. Ja. So, noch eine kleine What-the-fuck-Schlagzeile. Ja, Bastler startet Betriebssystem von Schallplatte. Ja, das ist aber sehr wichtig, wenn man an Partys denkt. Ja, da ja. Hat man, da wir haben ja dieses Jahr leider keine Party hier. Ja, aber wir haben den Disc-Jockey sozusagen mit seinem Plattenteller. Ja. Und da kann man nicht nur Musik starten. Da sondern kann man auch Free DOS. Sehr gut. Ja. Das Ganze funktioniert irgendwie so, wie das früher bei den Commodore-Rechnern, bei dem C64 zum Beispiel über dem Kassettenlaufwerk. Ja, also modulierte Töne, die halt demoduliert Daten ergeben. Und damit hat er halt von der Vinylplatte FreeDOS gestartet. Ja, sehr gut. Ja, mit Bootloader. 3 Minuten 60 Bootzeit oder was. 20 Jahre Wikipedia. Ja, das ist, und das wird gefeiert. Da sind wir wieder bei der Party. Wir sind so ein bisschen vielleicht wird da sozusagen der Beat abgespielt, der von der FreeDOS-Platte kommt. Ganz genau. Ist aber auch eine wichtige Sache, weil das zeigt, dass Open-Source-Gedanke eben nicht nur auf Software kapriziert ist, sondern eben auch deutlich breiter gesellschaftlich aufgestellt ist. Open-Content und Wikipedia kennt jeder.
Genau. Und nutzt jeder. Mein Bruder sagt immer, seine Schüler kennen das sehr genau. Ja, aber finde ich, ist eine der Erfolgsgeschichten von dem freien Software-Gedanken. Ja. So, und das ist unsere allerletzte Folie. Und die, würde ich sagen, lassen wir einfach mal so stehen. Naja, vorlesen musst du sie. Vorlesen müssen wir sie für den Podcast, stimmt. Also, Umfrage zur Bundestagswahl 2021. Die Bürger sehen die höchste Digitalkompetenz bei CDU und CSU. Ja. Und ich glaube, damit beenden wir ohne weiteren Kommentar den diesjährigen Talk zum Open Source Jahr 2021. Die wir nur minimal überzogen haben. Nur minimal. Aber wir sind ja immer nicht, wir sind ja immer der letzte Talk, also schon okay. Wir sind jetzt 80 Minuten. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und Zuhören. Ja. Und hoffen, dass ihr vielleicht Lust habt, mal unseren Podcast anzuhören. Und hoffen, dass wir euch in einem Jahr mal wieder live sehen. Ja, oder davor. Oder davor. Wir werden mal sehen. Ich habe jetzt noch einen Talk auf der Creative Commons Konferenz irgendwann im September. Da geht es um was anderes. Dann bedanken wir uns und sagen Tschüss. Tschüss.